die Magie der klassischen Musik. Ich bin der Lukas und ich stehe hier vor der Musikschule in Lüdenscheid. Apropos Schule. Die Abiturnoten werden bald rausgegeben und die Schüler müssen sich langsam entscheiden, was sie nach der Schule eigentlich machen wollen. Für manche geht's ins Musikstudium. Hier in Lüdenscheid haben sich einige besonders darauf vorbereitet. Mitten in der Lüdenscheider Innenstadt, im Gebäude des alten Postamts, hat die Musikschule ihren Sitz. Die Musikschule der Stadt bietet für Schüler, die kurz vor ihrem Abitur stehen, eine sogenannte studienvorbereitende Ausbildung an. Damit können sich die künftigen Abiturienten auf ein kommendes Musikstudium vorbereiten. Mit diesem Angebot ist die Musikschule nicht alleine in Deutschland. Also studienvorbereitende Ausbildung gehört eigentlich zum Programm der Musikschulen in Deutschland. Das ist an fast allen Musikschulen auch Teil des Ausbildungsangebotes. Bei uns an der Musikschule auch schon seit vielen Jahren und unter meiner Leitung seit 6 Jahren. Unser Reporter Lukas hat sich ein Konzert der Lüdenscheider Schüler angeschaut und mal recherchiert, was das für junge Menschen sind, die sich intensiv mit klassischer Musik beschäftigen. Da wäre zum einen Alexandra Meyer. Ihr Ziel ist es, Musik zu studieren und danach Teil eines großen Orchesters zu werden. Alexandras Lieblingsband, Metallica. Louis Schumanns Lieblingsband ist Queen. Nach seinem Abitur und einem Musikstudium will er im Bereich der musikalischen Früherziehung arbeiten. Aber was reizt junge Queen- und Metallica-Fans an der klassischen Musik? Das ist einfach was Leidenschaftliches. Also es ist nicht zu vergleichen mit der Musik, die ich höre. Also ich höre natürlich auch klassische Musik, aber das ist etwas, in dem ich mich selber auslebe. Und Queen ist etwas, dem ich gerne zuhöre. Ich habe ziemlich früh mit Geige angefangen, mit 4,5 Jahren. Und das gehört dann zum Programm und so wächst man da so ein bisschen rein und ja. Ja, dann danke ich allen Musikerinnen und Musikern für die schöne Musik, die wir heute hören konnten, allen fürs Zuhören und wünsche allen noch einen schönen Abend. So, das war ein schöner Abend mit guter Musik und sehr interessanten Leuten. Und jetzt wissen wir auch, was für Leute das sind, die diese studienvorbereitende Ausbildung bei den Musikschulen machen.